Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Time at Porsche. Lauf doch nicht so weit weg, Sam. Hier, hallo. Handelsauftrag. Danke. Wenn du in Schwierigkeiten gerätst, dann zögere nicht, die Ziviltruppe um Hilfe zu bitten. Yeah, wir haben ein paar Punkte gesammelt. Sehr schön. Und jetzt, wo wir gerade mal zufälligerweise hier sind, die sind doch auch bestimmt genau die Seeigel. Wir haben jetzt hier eine krasse Axt. Mal gucken, wie viel Schaden wir damit machen. Sind die aggressiv? Nein. Versuchen wir jetzt hier so einen Seeigel anzugreifen. Mal gucken, wie viel Schaden wir machen. Ja, ist auf jeden Fall einiges schneller, ne? Gar nicht mal so schlecht. Die haue ich jetzt richtig gut weg. Und ich krieg sogar direkt mal ein Level ab. Ach du liebes Lieschen, hier geht's ja jetzt richtig ab. Hier geht's ja richtig Level ab. Wartet mal. Da fange ich jetzt hier gleich mal an, zu Beginn der Folge an, hier Zeug wegzuballern. Mit Zeug wegballern meine ich, dass ich hier die Seeigel aufmische. Danach werden wir Sophie ihren Kopf zurückbringen. Und nachdem mir noch Zeit ist, gehe ich dann eventuell nochmal in die Gilde und nehme einen neuen Auftrag an. Wie gesagt, mir wurde auch mehrfach geschrieben in den Kommentaren, dass ich das tun soll. Halt auch einfach als Einnahmequelle. Wenn ich mal diese Seeigel erwische. Ich muss halt eben auch so ein bisschen aufpassen, dass ich mich auch so mehr erstmal um die Aufträge kümmere, die eine zeitliche Begrenzung haben. Und den Rest dann später mache. Aber guck mal, wie schnell ich jetzt hier die Seeigel einfach wegslayer, ne? Das geht jetzt mit der Axt viel besser. Ich muss aber wirklich gucken, dass ich auch in absehbarer Zeit die Spitzhacke etwas messer. Wow, Ballonseeigel. Das sind jetzt hier die richtig fiesen. Oh, fuck. Ich möchte mich nicht mit dem Ballonseeigel anlegen. Ich lege mich aber gerade mit dem Ballonseeigel an. Keiner will sich mit dem Ballonseeigel anlegen. Die sind so gefährlich. Wo kommen die denn überhaupt? Da sind die neu oder was? Geht bloß weg, ihr Ballonseeigel. Super geiler Gegner. So. Ja, so, die normalen kleinen. Auf die schlage ich ein. Warum auch immer die so viel stärker sind, wenn sie einen Ballon haben. Bleib bloß weg, du Ballonseeigel. Was? Wieso bin ich Game Over? Ich habe nicht auf meine Lebensanzeige geachtet. Ups. Na toll, direkt zu Beginn der Folge wieder abgekackt. Läuft bei mir, lol. Ich sollte mir auf meine Lebensanzeige achten. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Vor allen Dingen, das sind wieder die Ladezeiten so lange. Das ist das Schlimmste. Oh Gott. Wir sehen uns gleich wieder, wenn alles fertig geladen ist und ich den Spielstand wieder nachgestellt habe. Okay, hier bin ich wieder. Ich habe mich ja mit den Seeigeln angelegt. Habe diese Konfrontation verloren und habe jetzt hoffentlich, so gut es geht, den Spielstand wieder nachgestellt. Yay, lange Ladezeit, langes Spiel. Naja, okay, ihr kriegt davon jetzt nicht allzu viel mit. Ich werde jetzt gleich noch zu Sophie gehen und ihr ihren Korb wiedergeben und schaue bis dahin am besten nochmal hier vorbei, ob ich einen neuen Auftrag finde, den ich machen kann. Denn, wie wir gelernt haben, ist so ein Auftrag doch schon eine ganz wichtige Sache. Da sollten wir uns auf jeden Fall so ein bisschen drauf konzentrieren. Gucken wir mal, ne? Hallo, Antoine. So, okay, ist auf jeden Fall einiges hinzugekommen. Oh, sogar ein C-Auftrag. Ups. Nee, ich will mir den C-Auftrag mal angucken. McDonald möchte 5 Sprinkler. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt schon machen kann. Wir nehmen erstmal was anderes, wo ich mir sicher bin. Steinhocker. Mhm. Kann ich auch so durchswitchen seitwärts? Nee. Okay, was gibt's noch? 2 Kupferplatten. Na, dann nehmen wir mal die 2 Kupferplatten, oder? Bringt schön Geld. Was soll's? Machen wir mal. Yay. Gut. Haben wir einen Auftrag, Kupferplatten mal wieder. Hey, gut, dann gebe ich den Korb jetzt auf jeden Fall ab, damit wir das auch noch geschafft haben. Dann tausche ich mal, ob wir noch irgendwelche Aufträge haben. Ich muss auf jeden Fall noch angeln, ne? Habe ich mir Würmer eingesteckt? Ich glaube nicht, ne? Doch, habe ich. Wir können ja mal gucken, dass ich vielleicht diese Katzenjaus eventuell sammeln kann. Was ist denn hier los? Kirschenladen. Was gibt es denn da zu kaufen? Okay, oh, da können wir sogar großer Pflanzkasten, okay. Ah, da können wir die Discs quasi eintauschen, ne? Verstehe. Gar nicht mal so schlecht. Na, erstmal nicht. Aber gut zu wissen, dass es das gibt, ich behalte es im Hinterkopf. So, jetzt müssen wir aber erstmal irgendwie zu Sophie. Ich schätze mal, sie ist in der Richtung dort. Ich laufe jetzt einfach mal dorthin. Vielleicht wäre es klüger, wenn ich vorher einfach mal auf die Karte gucke. Aber da ist schon ein Fragezeichen unten auf der Minimap.
Ich denke mal, es wird uns straight zu Sophie führen, die schon auf ihren Korb wartet. Das sieht sehr gut aus. Das machen wir mal. Hui, Sophie. Hallo. Oh, mein Korb. Ich kann dir nicht genug danken. Perfekt. Der Wassertank. Yummy. Ich denke, wir haben vielleicht einen Auftrag für dich. Wir brauchen auf meinem Bauernhof einen Wassertank. Kannst du mir einen bauen? Im Gegenzug mache ich dir eine schöne Kürbistorte. Na, auf jeden Fall brauche ich das ganz bestimmt. Wassertank bauen. Ach du liebes Lieschen, jetzt möchte ich sie noch einen Wassertank haben. Na gut. Da schaue ich mal generell nochmal meine Aufträge durch. Ja, weiter. Mission. Was hat denn jetzt hier zeitliche... So, Fisch zum Abendessen. Katzenjau, ja, gucken wir gleich mal. Hier die Kupferplatten, das dauert. Hier haben wir aber unendlich viel Zeit. Okay. Okay, dann Wassertank. Okay. Nice. So, gucken wir mal wegen den Katzenjaus. Da schaue ich mal am besten zu der Stelle, wo ich die Brücke bauen muss, weil ich weiß, dass da fix eine Angelquelle, eine Angelstelle ist. Und die Fische da sahen aus wie Katzenjaus, wobei ich nicht weiß, wie Katzenjaus aussehen. Aber so würde ich sie mir vorstellen. Wir gucken einfach mal. Ich weiß auch nicht genau, wie das mit dem Angeln und den Ködern funktioniert. Auf jeden Fall habe ich welche dabei. Schauen wir mal. Ich lasse das jetzt hier einfach mal so ein bisschen auf mich zukommen, würde ich sagen. Okay. Ich glaube, das dauert noch eine gefühlte Ewigkeit, bis ich mal die Brücke da fertig habe. Ich dachte, das wäre sowas, was man so eben schnell am Anfang so nebenbei flotti Karotti macht, aber ist doch etwas umständlicher. Aber okay, gut. Katzenjaus. Genau. Schauen wir mal. Drücke Y, wenn du einen Fisch anbeißt, um die Schnur einzuholen. Sonst schwimmt der Fisch, steht da vorne. Sobald ein Fisch anbeißt, erscheint das Ausrufezeichen. Okay. Du kannst den Fisch fangen, indem du den Distanzmesser auf 0 herunterbringst. Der rote Kreis... Ach du Scheiße. Scheiße, dass wir das so kompliziert mit dem Angeln machen. Der rote Kreis zeigt die Schnurspannung an. Erreicht dieser die Größe der Blase, reißt die Schnur und der Fisch kann entkommen. Verwende L, um die Angelrute zu steuern und die Blase über dem Fisch zu halten. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn der Winkel zu groß ist, wird die... Okay. Drücke, um den Fisch einzuholen. Die Spannung wird langsam zunehmen, wenn die Angelrute rot wird. Ich habe keine Ahnung, was die mir sagen wollen. Wir fangen einfach mal an. Was? Ach so. So. Was? So? Oh Gott. Steuerung des Todes. Okay, wir haben einen Katzenjau gefangen. Das ging ja. Ich hab's verstanden, denke ich. Oh, ich habe einen Goldring gefunden. Was ist denn hier los? Ein güldenes Haar ist so wunderschön. Ich frage mich, ob jemand mit goldenen Haaren in der Stadt gehört. Okay. Seeteufel. Level up. Cool, ich habe ein Level up bekommen. Ich brauche aber noch einen Katzenjau. Ah, ein Katzenjau. Perfekt. Huch. So, das reicht. Okay. Coole Sache. Dann können wir jetzt hier zum Fisch zum Abendessen. Oh, wo war denn das jetzt? Kupferplatten brauche ich auch noch. Da gucke ich am besten gleich mal noch auf meinem Gebiet, dass ich die um mich um... Hä, bitte? Dass ich mich um die auch möglichst bald kümmere. Goldener Ring. Jemand mit goldenem Haar. Ich brauche irgendjemand mit goldenem Haar, der diesen Ring besitzt und verloren hat anscheinend. Wir gucken mal. Oh Gott, ey. Ich schaue dann auch erstmal noch wegen den Kupferplatten. Wir haben auf jeden Fall einiges zu erledigen. Ich bin ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich gestehen. Aber wir kriegen das alles schon irgendwie gemeinsam hin. Ich bin optimistisch. So, ist das hier wenigstens fertig. Sehr gut. Bronzeplatten. So, dann machen wir nochmal zwei Kupferplatten. Eine kann ich machen, ne? Das ist nicht sehr viel. Jetzt müsste ich eigentlich noch eine machen können. Na los, lass mich ran, Spiel. Lass mich ran, Digga. So. Jetzt macht er auch zwei, ne? Ja, perfekt. Okay. Hier. Ich leg mal ein bisschen was nach an Holz. Perfekt. So.
Jetzt habe ich auf jeden Fall diese Bronzeplatten. Genau. Die würde ich jetzt gerne da unten hinlegen. Dann müsste ich ja theoretisch das jetzt hier einbauen können. So. Perfekt. Und dann... Na los. Zwei Bronzeplatten brauche ich auch noch. Ups. Na, die sind ja gerade in der Mache. Sag ich mal zu salopp. Da würde ich sagen, wir fertigen am besten noch mehr Kupferbahnen an. Ach nee, Bronzeplatten. Warte mal, habe ich doch schon. Was fehlt mir denn? Das sind drei Bronzeplatten. Ich brauche noch mehr Bronzeplatten, oder was? Brauche ich hier mal irgendwas? Steinziegel. Okay, Steinziegel gibt es auch noch. Okay. Okay. Wir brauchen Bronze. Ganz dringend. Cool. Okay, dann kann das mit dem Kupferplatten noch ein bisschen dauern, fürchte ich. Aber ist okay. Wobei, okay, die mache ich ja jetzt direkt. Alles kein Problem. Und einen Wassertank muss ich auch bauen. Der wird hier, denke ich mal, dabei sein. Gucken wir mal. Ist das hier irgendwie? Wassereimer? Bücherregal? Wo ist denn hier ein Wassertank? Ich habe keine Ahnung. Schleifstein? Fallenkiste? Holz? Kleiner Pflanzenkasten? Aber Wasserkasten gibt es hier irgendwie nicht, ne? Das dauert vielleicht noch ein bisschen, bis ich das machen kann. Oder ich bin gerade ein bisschen blind. Das kann natürlich auch sein. Was kann ich denn, was brauche ich denn, um eine Bronze-Spitzhacke zu machen? Na, einen Bronzebarren noch. Und dann noch so ein Werkzeugverbesserungsset. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir in nächster Zeit eventuell in Angriff nehmen sollten. So. Schauen wir mal, wo kann ich denn jetzt hier den Fisch abgeben? Wer von euch lustigen Männeln wollte denn den Fisch haben? Ist das hier? Werkzeuge pur. Ja, ich will wissen, Kleidungsgeschäft, was es mit dem Fragezeichen hier auf sich hat. Das macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Aber ich glaube, wir haben ja sonst eh nichts, ne? Also die beiden, dann, oder? Nee, doch, wir haben mehr. Ich gehe einfach hin und gucke mal nach. Vielleicht möchte hier irgendjemand meinen Fisch mal haben. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht, wo das Fragezeichen ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer genau jetzt hier mein Zeug haben wollte. Ach ja, das sieht doch gut aus. Mars, möchtest du Fisch? Sehr schön. Haben uns gleich eingeschleimt. Ich zähle auf dich. Ja klar, danke. Gut. Haben wir das erledigt? Haben wir das erledigt? Ich guck mal hier, was ist noch so an, Quatsch mal ganz kurz mit Pauli. So. Was gibt es denn jetzt hier noch an Sachen? Ausdauer plus 4. Okay, Holzkiste. Lerne mit Bronzerohr, Kupferdraht und Glas das hier zu fertigen. Straßenlaterne. Okay, kriege ich quasi Informationen raus. Wie viel Geld habe ich denn? Könnte ich mir sogar leisten. Interessant. Holztege. Okay, lass ich erstmal. Weil ich eh noch nicht genau weiß, wofür ich das alles so brauche. Aber warte mal, aber kann ich jetzt zum Beispiel auch den Fisch verkaufen? Geil. So, hübscher Goldring. Okay. Am besten quatsche jetzt hier auch mal in nächster Zeit dann hier mal so blonde Leute an. Weil irgendeiner von den blonden Leuten wird diesen Ring verloren haben. Ich vermute mal, dass es eine Frau ist. Wobei ein Goldring kann natürlich auch Mann sein, wenn er verheiratet ist oder so. Ha, natürlich gibt es hier glücklicherweise gerade so viele blonde Leute, die neben mir stehen. Das wird jetzt sich wohl noch ein bisschen ziehen, bis ich da jemanden Passendes gefunden habe. Toll. So, dann brauche ich noch die Kupferplatten. Ach, ich habe mich hier wieder in irgendetwas hineinmanövriert, was ziemlich schwierig wird. Schauen wir mal. Gut. Dann erstmal wieder zurück zur Farm. Also, was sage ich, das heißt Farm? Zurück zu meinem Place to be, wo ich wohne. Ihr wisst schon. Schauen wir mal. Hat auch so ein bisschen, dadurch, dass ich immer warten muss, bis die Sachen fertig sind, hat das Ganze auch so ein bisschen so ein Browser-Game-Flair. Findet ihr nicht auch? Kann ich hier schon irgendwo was ausroden, nehmen, Status überprüfen? Okay. Ja, ja, ja. Oh, oh. Das sieht, Kartoffelfrucht sieht gut aus. Nee, noch nicht fertig.
Brauche alles noch ein bisschen. Okay, gut, dann lasse ich die. Kupferplatten. Gut, haben wir die Kupferplatten schon mal fertig. Okay, Bronzeplatten brauche ich. Hallo? So. Kann ich nicht machen. Das ist zum Lachen. Nein, das ist zum Weinen. Das mag es erscheinen. Ich könnte heulen. Okay, dann gebe ich auf jeden Fall noch schnell die Bronzeplatte. Er ist so goldenes Haar. Hi, Yumi. Ich habe diesen Ring gefunden, als ich angeln war. Gehört er dir? Oh, der ist hübsch, aber... Was? Okay, anscheinend gehört er nicht ihr. Ich habe jetzt aus Versehen weggedrückt, was sie gesagt hat. Okay, vielleicht hat sie einen Hinweis gegeben, wenn er gehören könnte, aber ich habe meine unendliche Intelligenz einfach mal, was ihr gesagt hat, weggedrückt. Das war super klug von mir. Vielleicht finde ich im Gasthaus jemanden. Das ist auf jeden Fall jetzt ein Fragezeichen. Das könnte natürlich auch bedeuten, dass es einfach eine neue Quest für mich gibt. Wir gehen trotzdem einfach mal rein. Ich gehe ins Gästehaus, ins Gasthaus, ins Wirtshaus vielleicht auch eher. So, Django, was gibt es? Handelsauftrag. Danke, das wird mir sehr nutzen. Oh, haben wir direkt hier schon alles abgegeben. Perfekt, bitteschön. Sehr schön. Hat hier jemand von euch goldenes Haar? Remington hat goldenes Haar, oder? Ich weiß nicht. Nee, mit dem können wir auch nicht reden. Wird vermutlich eine Dame sein, oder? Oder ich weiß nicht. Sam vielleicht? Nee. Haben alle ja blondes, gelb? Ich weiß es nicht. Emily hat es ja nicht, ne? Mit der habe ich ja schon geredet. Mist, warum habe ich weggedrückt, was sie gesagt hat? Antoine? Mhm. Verdammt. Gibt es hier noch irgendjemanden? Hallo, man, hier ist ja richtig was los. Aha, aha. Hm, schade. Na gut, dann lassen wir das erstmal. Warum? Vielleicht Emilys Oma? Vielleicht ist es also von ihrer Oma? Mann, warum habe ich den Text außersehen weggedrückt? Das war vielleicht super wichtig und ich mache es einfach weg. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Naja, passiert. So, okay, was gibt es noch jetzt auf der Minimap für mich zu erledigen? Wir gucken mal ganz kurz. Mission neu, das klingt ganz interessant. So, die Bäuerin. Brücke. Regenschirme sind wichtig. Der verlorene Ring. Ah, okay. In dem Ring sind die Worte: Dein güldenes Haar so wunderschön eingraviert. Vielleicht befindet sich der Besitzer im Porsche. Bring den Ring zurück. Mit blonden Leuten reden. Ja, danke für den Hinweis. Ist hier noch irgendwie ein Hinweis? Noch ein weiterer. Ich habe gerade keine Ahnung. Außer, dass ich mit blonden Leuten reden soll. Ich überlege gerade, aber ich habe hier auch zwei Pfeile, die mir irgendwas anzeigen. Da oben ist ja noch ein Pfeil und ich weiß, oh. Hallo, May. Hallo, neuer Handwerker. Das bist du doch, oder? Ein Handwerker. Ich bin May, ich arbeite bei der Zeitung. Wir sehen uns. Boah, Alter, wie viele Leute es einfach hier gibt. Ich blick da nicht durch. Ich habe das Gefühl, dass es auch viel mehr weibliche Junggesellen gibt als männliche. Ja, Phyllis, das ist doch goldene Haare, oder? Wie läuft? Ich habe beim Angeln diesen Ring gefunden. Gehört er dir? Das sieht ziemlich teuer aus, aber es gehört er definitiv nicht mir. Also gehört er definitiv nicht dir, okay. Verdammt. Wen könnte dieser Ring gehören? Okay, da ist so ein markiertes Gebiet, was so etwas leuchtet. Ich gehe da einfach mal... Was war das jetzt hier? Ach so, setzen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich gehe einfach mal hin. Ich glaube, ich muss dann oben rum. Hallo, Ginger. Ah, toller Bruder, bla bla bla. Ja, danke, Ginger. So, okay. Ich habe keine Ahnung, was es da jetzt hier zu finden gibt, aber ich gehe einfach mal hin. Was ist das denn? Okay. Collapse Wasteland. Versuchst du dein Glück mit einer gefahrenvollen Ruine? Vermutlich heißt das, versuchst du dein Glück mit einer gefahrenvollen Ruine. Das ist ein sehr gefährliches Gebiet. Du wirst dich als würdig erweisen müssen. Du musst eine Minute lang im Kampf gegen einen Offizier der Ziviltruppe durchhalten. Es gibt drei von uns, Mish, Remington und Arlo. Du kannst dir einen aussuchen. Okay, ja, danke für die Info. Das mache ich jetzt erstmal noch nicht.
Das mache ich jetzt erstmal noch nicht. Aber danke, dann weiß ich ja schon mal Bescheid. So, okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal wieder langsam nach Hause. Warte mal, kann ich vielleicht eventuell hier schon so einen Werkzeugkasten irgendwie kaufen? Oh, ich brauche noch ein bisschen Bronze. Ich muss mal gucken. Hallo, Isaac. Ich wette, der Goldring gehört diesem einen Schnösel. Ich weiß nicht. Ich kann hier, glaube ich, den Sex kaufen, ne? Weil keiner da ist. Cooler Typladen. Hier, Werkzeuge pur. Ja. Okay. Ich wette, der Ring gehört in einen Typen. Wartet mal. Gefahrenvolle Ruinen. Ja, mache ich später erst. Ist noch irgendwas auf Zeit? Nein, Gott sei Dank nicht. Soziales. Ich glaube, dass der Ring... ich guck gerade durch. Also Phyllis und Emily gehört er ja schon mal nicht. Ich denke, er gehört... Wo ist er denn? May könnte ich noch fragen. Oder Gast. Ich hatte jetzt eher... Ne, mit May habe ich eben geredet. Habe ich eben kennengelernt. Gast. Ich denke, Gast gehört er. Verbesserung der Beziehung, können mehr persönliche Informationen erhalten werden. Gast. Du siehst so aus, als ob du einen Goldring hättest. Ganz eindeutig. Die Frage ist, wo der Lümmel sich immer rumtreibt. Naja, schauen wir mal. Gut. Dann schau schon mal in die Handelsgilde. Ich weiß gar nicht, um die Uhrzeit. Komme ich da noch rein? Ich hab gerade absolut. Da ist Gast! Seht ihr ihn? Da kann ich ihn direkt mal wegen dem Goldring fragen. Er steht total creepy da. Das ist schon. Ja, das ist sehr gruselig. Hallo. Was gibt es? Gehört dieser Ring dir? Ich habe ihn beim Angeln gefunden. Nein, aber er kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie auch immer. What? Okay, Gast gehört ja auch nicht. Sehr verdächtig. Okay, ich kann nur bis 20 Uhr rein. Na gut. Gut, dann hat sich mein Verdacht nicht bestätigt, dass er Gast gehört. Na gut. Komm vor. Damit kann ich leben. Dann erstmal wieder zurück. Schau ich mal noch. Hier ist hier noch irgendwie. Kann ich jetzt hier schon was nehmen? Nee. Das lassen wir mal. So. Ist das hier alles fertig? Ja. Halt damit. So, ich brauche jetzt ja ganz viele Bronzebarren, bitte. So viel wie geht, sage ich mal. 3 maximal. Geil. Oh, dann habe ich kein Zinnerz mehr. Ich habe gehört, ich gehe wieder Zinn abbauen. Yay. Da habe auf jeden Fall was zu tun. Gut. Oh, jemine. So, dann lege ich mich erstmal wieder schlafen. Der Tag ist auch schon wieder rum. Dann müssen wir auf jeden Fall wieder mal unterirdisch etwas buddeln gehen. Machen wir eh viel zu wenig. Aber die Zeit geht auch immer so schnell rum. Das ist immer so ein Problem. Ich habe das Gefühl, dass ich super viel mache, aber nicht vorankomme. Das ist so übel. Dann stehen wir mal auf, ne? So. Aha. Gut. Bin immer noch niemanden gefunden, dem der Goldring gehört. Ganz schön traurig. Hojemini. Ja, dann werde ich jetzt vermutlich auch erstmal in die... oh, es regnet. Wieder... in die Ruinen müssen. Okay. Wie habe ich statt 12 von 3? Ganz okay. Was brauchen wir denn jetzt hier alles nochmal konkret? Bronzeplatten, 3 Stück. Das kann ja noch ewig dauern. Und Steinziegel. Steinziegel konnte ich auch hier anfertigen lassen, ne? Ja, leider. Und Bronzeplatten, wie viel Bronze braucht ich für eine Platte? 3 Stück. Oh Gott, das kann ja ewig dauern. Das ist ja brutal. Oh, Jemine, das wird eine ganz, ganz heftige Chose hier, liebe Freunde der Sonne. Das spüre ich schon mal. Gut, ich muss überlegen, wie ich das mache. Was gibt's denn hier noch für blonde Leute? Das ist echt schwierig. Gut, ich glaube, die Gilde da hat noch nicht offen. Ich muss noch ein bisschen warten. Warte mal, machen die auf? Oh, nee, ist schon offen, sehr gut. Gucke ich mal direkt nach dem Auftrag und dann gehen wir in die Ruine. Wobei die Folge jetzt eigentlich auch schon wieder gut fortgeschritten ist. Schauen wir mal lieber. Okay, es gibt auf jeden Fall neue Aufträge. Wir brauchen ja dringend zweifache Textilmaschinen in der Stadt. Bitte hilf dabei, diesen Auftrag zu erfüllen. Wollen die, dass ich da Text... Also, die ganzen Dinger baue? Oder ich weiß nicht genau, was sie mit dem Auftrag so genau wollen. Ich check's nicht. Wir brauchen dringend 2 Wassertanks. Ich muss selbst mal gucken, wann ich die mache. Okay, 13 Faserstoff.
okay. Was gab's hier? Sechs Steinhocker. Komm, mach mal die blöden Steinhocker einfach. Okay. Gut, so viel dazu. Dann würde ich mich an dieser Stelle bei euch aber trotzdem mal schon mal bedanken. Und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, You Made Let's Play. Ja, My Time at Posha. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.